Auf dem Nürburgring kam es heute gegen 13:30 zu einem schweren Unfall, bei dem ein Mensch tödlich verletzt wurde. Während eines Rennens der VLN Langstreckenmeisterschaft geriet ein Fahrzeug außer Kontrolle und raste direkt in den Zuschauerbereich. Das Auto ist dabei ungehindert über die Leitplanke und den Sicherheitszaun geflogen. Ein Zuschauer wurde dabei so erheblich verletzt, dass dieser im Medical Center verstarb. Mindestens 3 weitere Personen wurden ebenfalls verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Medieninformationen soll es sich bei dem verunglückten Fahrzeug um den Nissan GT3 des britischen Piloten Jann Mardenborough handeln. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Das Rennen wurde kurze Zeit nach dem Unfall sofort abgebrochen.